Hallo, ich bin Marc von den Azubi-Managern und heute geht es um die Selbstpräsentation im Vorstellungsgespräch. So, Frau Müller, Ihre Bewerbungsunterlagen haben uns richtig gut gefallen und wir haben Sie daher eingeladen, um Sie jetzt auch mal ein bisschen besser kennenzulernen. Und ich würde Sie jetzt mal ganz gerne bitten, sich kurz vorzustellen. Okay, also ich heiße Tina Müller, ich bin 17 Jahre alt und bin in Kassel geboren. Meine Eltern heißen Franz Müller und Elisabeth Müller, geborene Steinmann. Mein Vater arbeitet als Fahrzeuglackierer bei der Firma Dehnhardt in Witzenhausen. Zur Grundschule gegangen bin ich in Walburg und dann habe ich die Förderstufe der Freier vom Steinschule besucht. In der 9. Klasse habe ich ein Praktikum bei der Sparkasse gemacht. Meine Hobbys sind Sport und Lesen und außerdem interessiere ich mich sehr für Computer. Ja, das war's eigentlich. So oder so ähnlich präsentieren sich leider viele Schulabgänger bei ihrer Suche nach einem Ausbildungsplatz. Was hat Tina jetzt verkehrt gemacht? Nun, sie hat ihren Lebenslauf ganz langweilig einfach nur nacherzählt. Keine Höhepunkte, keine Highlights. Und genau das ist es, was einen Ausbilder oder Personalchef interessiert. So, wenn wir jetzt einfach sehen, was könnten wir denn tun, um den Ausbilder von unseren Kompetenzen zu überzeugen, dann müssten wir vorher überlegen, was kann ich ihm anbieten? Was für Kompetenzen habe ich? Wenn ihr zum Beispiel ein Praktikum gemacht habt als Verkäufer in Jahrgang 8 oder 9, dann könntet ihr direkt sagen, ich habe mit Kunden gearbeitet zum Beispiel, es hat mir Spaß gemacht, dann habe ich also auch eine Kommunikationsfähigkeit und die ist wertvoll. Die kann ich als Beweis, als Kompetenz meinem Ausbilder oder Personalchef anbieten und das macht euch interessant für ihn. Des Weiteren merkt man, dass Tina sich sehr oft verhaspelt hat, weil sie unsicher war. Diese Unsicherheit könntet ihr beheben, indem ihr vorher mit Freunden, mit Bekannten oder vor dem Spiegel übt. Außerdem merkt man, dass Tina ziemlich oft hin und her gesprungen ist in ihrem Lebenslauf und damit sehr planlos und chaotisch wirkte. Ein No-Go. Auch das könnt ihr besser machen, indem ihr euch vorher mehr Gedanken über den Lebenslauf, über das Vorstellungsgespräch macht. So, und nun werden Tina und ich euch mal zeigen, wie man es besser machen kann. Gut, Frau Müller, Ihre Bewerbungsunterlagen haben uns richtig gut gefallen und daher haben wir Sie eingeladen, um Sie ein wenig näher kennenzulernen. Und ich würde Sie einfach bitten, sich jetzt mal kurz vorzustellen. Ja, sehr gerne. Also, mein Name ist Tina Müller. Geboren bin ich in Witzenhausen, aufgewachsen und zur Schule gegangen bin ich in Walburg. Erst habe ich die Grundschule besucht und dann die Freier vom Steinschule. Ich habe mich schon sehr früh für Computer interessiert. In der 6. Klasse hatte man dann die Chance, einen freiwilligen Computerführerschein für das Textbearbeitungsprogramm Word zu erwerben. Das hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Am Ende des Kurses haben dann alle Teilnehmer ein Zertifikat bekommen, was sie auch in meinen Bewerbungsunterlagen finden können. Der Umgang mit dem Computer hat mir sehr früh Spaß gemacht. Deshalb habe ich mich stets bemüht, mich weiterzubilden im Umgang mit dem PC. In der 9. Klasse habe ich ein Praktikum als Bankkauffrau bei der Sparkasse gemacht, weil ich unbedingt mehr über die kaufmännischen Tätigkeiten wissen wollte. Ich wollte einfach wissen, ob mir der kaufmännische Beruf Spaß macht. Am Ende meines Praktikums wusste ich dann, dass das genau das Richtige für mich ist. In der Bank habe ich viele kaufmännische Tätigkeiten ausgeübt, wie zum Beispiel Kunden am Schalter bedient, um Geld auszuzahlen oder um Schecks entgegenzunehmen. Manchmal habe ich auch die Überweisungen ausgeführt, wenn die Kunden nicht richtig wussten, wie es geht. Meine Kommunikationsfähigkeit war dabei ein sehr großer Vorteil. Eine weitere Aufgabe meines Praktikums war der Postein- und Ausgang. Hierbei musste ich dafür sorgen, dass alle Schreiben pünktlich an ihrem Platz verteilt worden sind. Ich konnte zeigen, wie zuverlässig und verantwortungsbewusst ich arbeite. Die Bank war sehr zufrieden mit mir, was Sie auch an meinem Zeugnis sehen können. Zum Schluss möchte ich Ihnen noch einiges über meine Hobbys sagen. Hobbys sind sehr wichtig für mich, weil man da sehr vom Schulalltag abschalten kann. Meine Hobbys sind Lesen und Sport. Ich liebe Leichtathletik und bin in der Schule in der Leichtathletik AG. Ich mag es sehr, in einer Gruppe zu trainieren. Um aufs Lesen zurückzukommen, lese ich sehr gerne Romane. Dabei kann man wirklich gut abschalten. Was mir aufgefallen ist beim Lesen, ist, dass sich meine Rechtschreibung und meine Ausdrucksfähigkeit sehr verbessert haben. Dies können Sie auch an meiner Deutschnote sehen. Ich denke, Sie konnten sich jetzt einen guten Eindruck von mir machen und falls Sie weitere Fragen haben, beantworte ich diese gerne. Habt ihr es gemerkt?
Tina hat jetzt nicht ihren Lebenslauf einfach nur langweilig nacherzählt, sondern sie hat ihre Fähigkeiten hervorgehoben und sie auch noch mit Erfahrungen bewiesen. Und ihre PC-Kenntnisse konnte sie sogar mit einem Zertifikat belegen. Falls ihr also Interesse habt, besucht uns auf unserer Website www.azubi-manager.de. Bis bald!